Die Hand am Champions League Pokal hat nach einer Wahnsinnsschlussphase auch Real Madrid wieder. Dementsprechend ausgelassen wurde dann auch in der Kabine gefeiert. Das 3:1 nach Verlängerung gegen Man City musste natürlich noch mal ausgiebig nachbearbeitet werden per Samba-Party. Militao, Vinicius und Mondi geben den Takt vor. Camavinga folgt und macht vor den Kollegen den Drop. Irre, was die Jungs für eine Champions-League-Saison spielen. PSG rausgeworfen, Titelverteidiger Chelsea rausgeworfen und jetzt auch noch Man City. Was für Mentalitätsmonster.